Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, also heute wieder mit einem Telefonprank und zwar mit einer Challenge. Und zwar haben wir hier 15 Wörter, die wir dann hier irgendwo mal so einblenden. Und dann machen wir so, wer am wenigsten Wörter pro Telefonat, also jeder hat eins zur Verfügung. Und es wird schon. Also es ist eine Pizzeria nur so in Vogtland. Vogtland. In Vogtland. Heute ist Samstag, ne? Hallo? Ja, schönen guten Tag. Hier ist Schmidt. Und zwar hatte ich eine Frage, ob Sie liefern? Ja. Okay, da müssten Sie erstmal in die Hinterstraße 88. Wie war die Straße? Hinterstraße 88. Winter. Hinter. Also nicht, ja. Also nicht vorne rein, sondern nach hinten. Ja, also dann hätte ich gerne eine große Pizza. Ja. Mit Fußpilzen, also mit Pilzen. Ja. Aber was hätten Sie denn für Pilze? Wir haben nur Champignons hier. Was Scheidenpilze? Champignons. Achso, Champignons, okay. Dann mit ohne Käse bitte. Die Pizza ohne Käse? Nee, mit. Also mit ohne. Mit oder ohne Käse? Mit. Also eine Pizza mit Käse. Bei der Pizza kommt ja immer Käse drauf. Naja, und Pilze. Und Pilze, genau. Okay, aber ne, dass die Pizza in dem Ofen dann eine spontane molekuläre Verzerrung erleidet. Also das nicht, also nicht so ganz schwarz. Also knusprig, aber nicht ganz schwarz, okay? Okay, Kommt noch was dazu? Ja, ein Dürüm. Bitte? Einen Dürüm, haben Sie sowas? Nein, wollt ihr bei uns haben, wolltet ihr woanders bestellen, also... Nee, ich wollte jetzt eine Pizza bestellen und einen Dürüm. Ich hab sowas nicht, also du bist falsch bei mir. Okay, also dann nehme ich einen Döner. Ja, noch ein Döner. Mit Tzatziki? Nee, ohne Tzatziki. Darfst du mir bitte mal deinen Namen? Schmidt. Schmidt. Jawohl. Schmidt? Also, mit Kräutersoße? Ja. Dann, mit Fleischstücken, so groß wie mein Penne. Du kannst mich gerne verscheißern, ne? Aber mach ich nicht mehr mit. Was soll denn das? Ich weiß ja, ich bin ein kleiner Ochse. Scheiße. Ach, Leute, das war's. Stopp, Paul sein Beitrag mal hier. Mach mal einen kurzen Cut rein. Bis gleich, Leute. Gut. Leute? Jetzt geht's weiter. Geht weiter. Jetzt mein Beitrag hier. Natürlich eine andere Pizzeria am Schlüssel. So. Ich sag's, wenn ihr nicht rangehen, ne? Hast verloren. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag hier auf Fleißner. Ich möchte gerne bestellen bei Ihnen. Ja, bis zum Abholen, ne? Ja, zum Abholen. Okay. Ist Ihre Pizzeria an der Hinterstraße 88, oder? Wie bitte? Hinterstraße 88 Ihre Pizzeria, oder habe ich mich da verguckt? Gut, ja, weiß jetzt genau wieder wo. Gut, danke. Ja, Reichenbach, Meilertor 1 am Markt, ne? Ach gut, genau. Muss ich da vorne rein bei Ihnen oder nicht hinten, ne? Vorne rein. Vorne. Ja. Ich hätte dann erstmal gerne Dürüm. Dürüm haben wir nicht. Also kein Dürüm so groß wie mein Penis, oder wie? Nee. Nur Fisseln, Nudeln, Fisch, Fleisch. Okay, gut. Ja, haben ja. Sie unsere Karte? Ja, ich hab bloß gedacht, vielleicht, ja. Nee. Okay, dann hätte ich aber trotzdem gerne Pizza. Ja. Mit ohne Käse. Mit? Mit ohne Käse. Dieser mit ohne Käse meint sie. Na, mit
Ohne, also ohne Käse, natürlich. Und ohne Käse, ja. Und welche? Was? Wie bitte? Welche, wieso? Eine Margarita. Mit. Margarita. Ohne Käse. Na, sie sollen keinen extra Käse drauf tun. Hallo. Ja, das wäre der erste. Machen Sie Spaß oder was? Nee, nein, ich möchte gerne wirklich. Dann hätte ich gerne noch eine Pizza mit Scheibenpilze. Hallo? Ja. Fußpilzen? Fußklips, bitte. Wie bitte? Bitte sprechen Sie deutlich und was müssen Sie haben? Ich hätte dann gerne, also. Erstmal tun Sie die Pizza mit einer spontanen molekularen Verzerrung herstellen oder wird es bei Ihnen trotzdem noch wie normal gemacht? Sie müssen mir auch antworten. Ja, ich antworte, aber ich verstehe nicht, was sagen Sie? Pizza Margherita ohne Käse, ja, habe ich geschrieben. Pizza Flussclips, ja? Ja, Fußball. Ja, ich möchte. Warum lachen Sie? Ja, weil Sie mich nicht verstehen, das finde ich irgendwie komisch, weil ich verstehe, aber Sie lachen und Sie sagen gar nichts, ne? Nee. Tut mir leid. Hören Sie mal bitte zu. Also, ich hätte gerne jetzt, Sie haben jetzt die Pizza mit, ohne Käse, also ohne Käse, die Margarita-Pizza. Ja. Dann haben Sie die Pizza mit Pilzen, Fußpilzen, Scheibenpilzen, ne? Nee, ich sehe gerade, ich habe Ihre Karte gerade nicht. Einfach eine Pizza mit Pilzen. Und was noch? Ja, dann hätte ich gerne noch sowas mit kleinen Ochsen oder Frauenschenkel, tun Sie nicht verkaufen, ne? Nee. Nee, gut. Ja, gut, Frage jetzt an Sie, haben Sie eher so einen großen Penis oder eine Vagina? Hallo? Was? Nix, ich wollte bloß noch sagen, ob Sie liefern nicht, ne? Nee. Achso, ne, dann können wir das ersparen, ich kann nicht abholen. Schönen Tag noch. Ich kann nicht abholen. Ja. Nee, also. So, das war jetzt, ne? Bei Paul von 8. Bei mir war es kleiner Ochse. Das hatte ich nicht. Scheibenpizza hatte ich. Vorne rein hatte ich, nicht hinten. Großer Penis, Vagina, Hinterstraße. Ja, ich guck mal. Gut, Bestrafung. Müssen wir uns mal jetzt noch schnell im Spontanen überlegen und wir sagen bis gleich. So, Leute, wieder zurück. Auf dem Weg nach unten. Nach unten, dann gehen wir ganz gediegen mal die Bestrafung herbeizaubern. Wir brauchen einen großen Eimer, Eiswürfel und jetzt geht die Tür wieder. Und dann gönnen wir uns mal ganz gediegende Ice Bucket Challenge. Naja, Challenge. Also, ich stelle mich dann hier irgendwo hin. Hier draußen. Wir brauchen nur noch einen Eimer. Also, wir gehen jetzt erstmal einen Eimer suchen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, ciao. So, Leute, jetzt wieder zurück. Hier ist der Dings. Kühnagus on point. Dann natürlich rausgetan, bevor der Paul das Ding alle von Mischung kriegt. Hauen jetzt nochmal einen ganz kurzen Cut rein. Bereiten alles vor. Bis gleich, Leute. Ja, so, Leute, da ist jetzt der Dali. Wir hauen jetzt erstmal die Kühlagus raus. Fuck, ist das kalt. Ich krieg schon Gänsehaut, ey. Okay, du nimmst den Eimer. Ein Glück, dass die Cam wasserdicht ist. Ich stelle mich hier hin. Der Chest auf den Stuhl. Du musst schon und warte. Okay. Da, wenn man es sieht, da ist die andere. Hi. Also. Können wir? Nimm mal.
So Leute, wir bedanken uns beim Zuschauen. Wir sagen ciao und bis bald.